Denkmal am Ort. Der Widerstand der Weiße Rose ist heute bundesweit, ja darüber hinaus, sehr bekannt. Er verbindet sich mit dem Wissen, dass junge Menschen hier Flugblätter produzierten, dass sie Flugblätter verteilten und auch in andere Städte brachten. Sie setzten darauf, in den Flugblättern die Bevölkerung aufzuklären und zugleich an sie zu appellieren, ihren Verstand walten zu lassen und zu erkennen, welches Unrecht geschieht. Also Sophie Scholl war, das hat mein Vater immer wieder betont, eine außerordentlich intelligente junge Frau, sehr gebildet, sehr belesen. Sie hatte schon als Kind und dann, das zieht sich also durch bis durch ihr ganzes kurzes Leben, ein ganz starkes Gefühl für Gerechtigkeit. Also sowohl Gerechtigkeit im eigentlichen Sinne als auch so etwas wie soziale Gerechtigkeit. Also Sophie Scholl war ja zum Beispiel als BDM-Führerin, das ist vielleicht die weniger schöne Episode in ihrem Leben. Sie war ja zunächst sehr begeistert vom Nationalsozialismus und ist dann auch innerhalb des BDM, Bund Deutscher Mädel, ne, also der weiblichen Organisation der Hitlerjugend, auch schnell zur Führerin aufgestiegen aufgrund ihrer persönlichen Qualitäten. Und dort hat sie immer sehr darauf geachtet, auf so etwas wie soziale Gerechtigkeit. Also wenn sie ganz wichtig war in dieser Zeit, dass sie gemeinsam mit ihren Mädchen, die sie betreut hat, Fahrten unternommen hat. Da haben die Kinder, die jungen Mädchen, dann natürlich Verpflegung von ihren Eltern mitbekommen. Und je nachdem, aus welchem Elternhaus die Mädchen stammten, war das entweder nur ein Butterbrot oder ein dick mit Wurst und Käse belegte Brote und Süßigkeiten und so weiter. Und Sophie Scholl hat, wenn es dann darum ging, zu essen, hat sie alles eingesammelt und das gleichmäßig an alle verteilt. Also nicht, dass diejenigen, die eben von zu Hause aus besser gestellt waren, dann eben auch auf Fahrt die bessere Verpflegung hatten, sondern alle gleich. Und das war ihr ganz wichtig. Und Willi war unter den 13 Jungen der gesamten Schule, die den Beitritt zur HJ verweigerten. Er ging so weit, dass er aus seinem Adressbuch die Namen derjenigen herausstrich, die diesen Beitritt vollzogen hatten. So konsequent war er. Sein Abiturzeugnis bekam er trotz der Warnung und konnte damit ein Studium beginnen. Wir erfahren sehr häufig, dass junge Menschen sehr berührt sind von den Widerstandsaktionen der Weißen Rose. Sie bewundern die jungen Menschen, die mit unbeugsamer Mut und Kraft sich eingesetzt hatten, um aufzuklären und zu protestieren. Und in unserer Einschätzung ist es genau dieser Mut, diese Klarsicht und die Unbeugsamkeit, sich auch gegen einen Mainstream zu stellen, der etwas ganz anderes verkündet und Systemtreue sozusagen verlangt. Sophie Scholl ist ja nun zu einer Ikone des Widerstands zivilisiert worden, wo man, hinter der man eigentlich den Menschen kaum noch erkennen kann. Das finde ich sehr problematisch. Deshalb bin ich immer dankbar, auch gerade in neueren Veröffentlichungen, neueren Biografien über Sophie Scholl, wo eben auch die ganze Widersprüchlichkeit der Persönlichkeit von Sophie Scholl dargestellt wird. Mir ist es wichtig, deutlich zu machen, dass Sophie Scholl eine ganz normale junge Frau war, dass sie nicht schon als Heldin geboren war, dass sie ihre Schwächen hatte, ihre Stärken hatte, dass sie ihre Launen hatte, dass sie manchmal auch unausstehlich war.
dass er die Pubertät durlebt hat mit allen Widersprüchen und Zickigkeiten, wie man sie heute ja eben bei jungen Leuten auch kennt. Das alles hat sie genauso durchlebt wie alle anderen Menschen auch. Der Unterschied, dass sie nichts von vornherein hat gelten lassen, dass sie alles hinterfragt hat, dass sie ja ihren Verstand eingesetzt hat. Das war ihr sehr wichtig. Die ordentlichste bin ich nicht, die schönste will ich gar nicht sein, aber die klügste bin ich immer noch. Also das, der Verstand war für sie ganz zentral. Aus dieser Äußerung kann man auch erkennen, so ein Charakterzug von Sophie Scholl, der vielleicht nicht ganz so positiv ist, sie war auch ein ganzes Stück arrogant. Konnte arrogant sein, war sie nicht immer, aber sie konnte auch sehr arrogant sein. Das war ein langer Prozess. Über mehrere Jahre hat er sich vollzogen. Es war ja zum Teil, dass sie schon dem Nationalsozialismus sehr kritisch gegenüberstand und gleichzeitig aber noch im Bund Deutscher Mädel nach wie vor war und auch dort zu den Gruppenabenden gegangen ist. Also in eigentlich sehr widersprüchliches Verhalten. Aber daraus kann man eben erkennen, dass sie, dass dieser Weg in den Widerstand letztlich das Ergebnis war, von Nachdenken. Das war Sophie Scholl auch immer ganz wichtig. Gott hat uns den Verstand gegeben, damit wir ihn gebrauchen, hat sie gesagt. Und durch den Gebrauch ihres Verstandes und die Beobachtung dessen, was um sie herum passierte, an Verbrechen, auch an Ungerechtigkeiten, um dieses Schlagwort Gerechtigkeitsempfinden nochmal aufzugreifen, durch die Beobachtung und die Anwendung ihres Verstandes und natürlich auch einer Vielzahl von Büchern, die sie gelesen hat, mit denen sie sich beschäftigt hat, auch viele theologische Werke. Sie hat also, der Glaube war für sie immer auch ein ganz wichtiger Aspekt, hat sie dann letztendlich auf langen Wegen in den Widerstand gefunden. Wir wissen, dass Menschen Erinnerung sehr viel besser aufnehmen können, wenn sich damit eine bauliche Situation, ein Ort verbindet. Und hier im Lichthof der Münchner Universität ist so ein Ort. Er verbindet sich mit dem Widerstand der Weißen Rose, mit den Flugblättern, der Verteilung der Flugblätter und auch mit der Tatsache, dass die jungen Studierenden hier gelernt haben und Professor Huber hier unterrichtete. Also die Rolle von Sophie Scholl innerhalb dieser Gruppe oder dieses Freundeskreises war ja keine Organisation, es war ein Freundeskreis der Weißen Rose, ist ja nicht so ganz klar. Also eindeutig ist, dass sie ab Herbst 1942 an der Herstellung der Flugblätter beteiligt war und dass sie vor allem eben auch logistische Aufgaben übernommen hat, zum Beispiel, was man sich heute gar nicht so vorstellen kann, was sehr schwierig war, eine große Anzahl Papier, Briefmarken und Briefumschläge zu besorgen. Man konnte nicht in ein Geschäft gehen und ich möchte mal 2000 Briefumschläge, das wäre sofort aufgefallen, wäre sofort an die Gestapo gemeldet worden. Also sie musste mit viel Raffinesse und viel an einem großen Aufwand dann nach und nach diese Briefumschläge und Briefmarken besorgen, um die Flugblätter, was ja ab Herbst dann in großem Umfang auch stattfand, in einem großen Teil zumindest Süd-Südwestdeutschlands und auch Österreichs zu versenden. Als Zeuge von Kriegsgräueln, vor allem in Russland, schrieb er nach Hause: Ich wünschte, ich hätte das nicht sehen müssen, was sich in meiner Umgebung zugetragen hat. Und spätestens jetzt regt sich sein Gewissen und verlangt nach persönlichem Einsatz. Letztlich mit dem Ziel zur Änderung der Verhältnisse. Die Möglichkeit hierzu ergab sich im April 1942, als Willy Graf zur Studentenkompanie nach München abkommandiert war und nebenher weiter studieren durfte. Hier schloss er sich der Weißen Rose an
in der Hoffnung, die Grausamkeit des Krieges und der NS-Gewaltherrschaft vorzeitig beenden zu können. Es gibt allerdings auch Hinweise, dass Sophie Scholl schon früher eingeweiht war, zumindest in die Aktivitäten, aber das ist letztlich nicht mehr so ganz zu klären. Also beispielsweise Sophie Scholl und mein Vater haben sich ein letztes Mal im Mai 1942 in München getroffen, bevor mein Vater dann an die Ostfront kam. Und dort hat Sophie Scholl ihn einmal um einen großen Geldbetrag gebeten für eine gute Sache, wie sie sagte. Und zum anderen hat sie ihn gebeten, einen Bezugsschein für einen Vervielfältigungsapparat zu beschaffen. Mein Vater war Offizier und hatte insofern da eher Zugangsmöglichkeiten zu solchen Bezugsscheinen. Er hat es dann letztendlich nicht gemacht und er hatte keine Möglichkeit dafür gesehen, aber er hat Sophie Scholl 1000 Mark übergeben, was für damalige Verhältnisse eine riesige Summe war. Obwohl er genau wusste, dass es etwas Illegales nach damaligen Maßstäben war. Er hat es geahnt, er hat auch zu Sophie Scholl gesagt, du weißt, das kann dir den Kopf kosten. Und Sophie Scholl meinte, ja, dessen bin ich mir bewusst. Und das deutet eben darauf hin, dass ich schon in den frühen Flugblattaktionen zumindest informiert war. Begann ja im Juni 1942. Anschließend waren dann Hans Scholl, also ihr Bruder, und die anderen männlichen Mitglieder der Weißen Rose eingesetzt als Sanitätssoldaten an der Ostfront. Und deshalb gingen dann die Widerstandsaktivitäten auch erst im Herbst, nachdem sie die Studenten wieder zurückgekommen sind an die Uni, um weiter zu studieren, gingen die Aktion erst dann weiter. Aber auch in München selbst spitzte sich die Situation immer mehr zu. In der Nacht zum 4. Februar pinselten Hans Scholl, Alexander Schmorell und Willy Graf an die Wände der Universität und weitere Gebäude Parolen wie Freiheit, nieder mit Hitler. Und schließlich das letzte Flugblatt, das Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 in den Lichthof der Uni warfen und verhaftet wurden. Am gleichen Abend noch ereilte dieses Schicksal auch Willy und seine Schwester Anneliese, mit der er, wie schon erwähnt, zusammen wohnte. Nachdem am 22. Februar Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst verurteilt und hingerichtet worden waren, wurde Willy Graf mit Alexander Schmorell und Professor Kurt Huber am 19. April in einem eigenen Prozess ebenfalls zum Tode verurteilt. Die beiden Letztgenannten wurden am 13. Juli hingerichtet. Willy musste bis zum 12. Oktober in der Todeszelle ausharren, weil man glaubte und versuchte, vergeblich, wie wir heute wissen, die Namen von Mittätern und Komplizen aus ihm herauszupressen. Ein Gnadengesuch seiner Eltern hatte Hitler persönlich abgelehnt. Wir stehen hier über dem Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität im zweiten Stock. Hier hatte Professor Huber seinen Hörsaal, den die Studenten besuchten, auch die Studenten der Weißen Rose. Und hier hat aller Einschätzung nach Sophie Scholl Flugblätter in den Lichthof gestoßen. Das Denkmal erinnert an die 7 von den Nationalsozialisten ermordeten Widerständler. Es waren Willy Graf, Kurt Huber, Hans Leipelt, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Hans Scholl, Sophie Scholl. Ein aufmerksamer Blick auf die heutige Zeit lässt uns auch erkennen, dass wir die Geschichte der Weißen Rose als Mahnung zu begreifen haben, als immer wieder neuen Anlass, uns zu fragen, wie wir selbst uns in einer Grenzsituation verhalten würden. Dabei kann es als Richtschnur dienen,
uns an den Zielen, die sie damals verfolgt haben, zu orientieren. Wofür Sophie Scholl dann eben auch in meinen Augen steht, ist das kritische Hinterfragen von allem, was anscheinend wahr ist. Also zum Beispiel, was ja in letzter Zeit so eine große Rolle spielt, die ganzen Fake News, die verbreitet werden. Das war letztendlich im Dritten Reich ja ähnlich. Da wurden ja auch Fake News verbreitet, über zum Beispiel über den Kriegsverlauf, über die Situation der Menschen in Deutschland. Propagandistische Parolen, die das Bewusstsein der Menschen verwirrt haben. Und das hat Sophie Scholl eben durchschaut. Das hat sie einfach dadurch, dass sie genau beobachtet hat, dass sie kritisch beobachtet hat, dass sie nachgedacht hat, durchschaut. Und das wäre eigentlich das, was man auch heute, finde ich, wichtig ist, dass junge Leute eben nicht sich bequem in die gegebenen Zustände, in den gegebenen Zuständen zurechtfinden, sondern sie immer kritisch hinterfragen. Jeder Ort, jedes Haus hat eine Geschichte zu erzählen. Erinnerungen an den authentischen Wohn- und Lebensorten. Denkmal am Ort.